Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Hello, willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte. Und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt. Es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Klasse durchgesteckt. Blind holt ihn sich wieder. Ja, das gibt Freistoß. Sie holen sich schon echt früh die erste Karte ab. Mario Soriano. Kimmich. Oh Mann, das ist nicht schön anzusehen. Das hier ist Fußball. Es geht um Tore schießen. Aber die versuchen es ja noch nicht mal. Das nenne ich mal Einsatz. Da hat er schnell reagiert und das war richtig wichtig. Das Team holt sich die erste Ecke des Spiels. Nee, nicht ganz. Das ist ganz bitter. Sie haben sich diese Chance wunderschön herausgearbeitet und sie haben sie großartig liegen lassen. Sie bekommen ihre zweite Ecke. Der Gegner hat noch keine Ecke getreten. Und er geht hoch in das Kopfballduell. Das ist fast eine 1:1 Kopie von vorhin. Das ist wirklich ansehnlicher Angriffsfußball. Aber der Abschluss, der stimmt einfach nicht. Den nimmt er dankend entgegen. Ja, da stand er goldrichtig. Da gibt es gleich mehr. Musiala! Hatte nicht lange gedauert, bis sie den Ball zurückerobern. Fast eine halbe Stunde ist jetzt gespielt. Wie groß ist denn bitte da die Lücke? Musiala! Und er ist zur Stelle. Und er muss mit ansehen, wie der Torwart einen sehr guten und platzierten Torschuss vereitelt. Einfach richtig stark. Das ist jetzt ihre dritte Ecke. Das gegnerische Team hat noch keinen Eckball bekommen. Tolle Gelegenheit! Da ist das Ding! Einfach und haltbar. Der hat noch nicht mal hingeguckt und legt den Ball genau dahin, wo der Ball hin muss. Einmalig, riesig, Kompliment. Number 40. 1:0, die Führung. Sie müssen diesen Vorsprung jetzt allerdings auch noch über die Zeit bringen. Und das ist ein hartes Stück Arbeit. Ein hochinteressanter Ball. Musiala. Im Ansatz war der Konter gut, aber dann machen sie in Überzahl zu wenig draus.
Und die Chance! Chance gesehen und genutzt. Das ist jetzt schon ein komfortables Polster. Also ich habe fast den Eindruck, das ist ihr Plan. Warten auf die Fehler des Gegners, überfallartig angreifen. Der Rest ist Formsache. After 39 minutes is number 21. So, 2-0 jetzt also. Sie sind jetzt in einem richtigen Flow und ich glaube, der Trainer wäre gut beraten, Ihnen zu sagen, jetzt weitermachen, immer weitermachen. Groß, er zieht auf, der ist drin! So ein Treffer, kurz vor der Pause ist immer gut, da sitzt es sich ein bisschen gemütlicher. In einem solchen Duell kann ein Torhüter praktisch nicht gewinnen. Und da sieht man, wie er bis zum letzten Moment auch noch den Torwart beobachtet. Ein sauberer, ein kontrollierter Abschluss. Sie sind wieder dran. Sie haben den Anschlusstreffer gemacht. Sie haben den Gegner unter Druck gesetzt. Jetzt gilt es, die Verunsicherung beim Gegner auszunutzen. Mario Soriano. Das ist das Ende der ersten Halbzeit. Wir dürfen uns nicht beklagen über das, was wir hier im ersten Durchgang gesehen haben. Und das macht natürlich Appetit im Hinblick auf die zweite Halbzeit. Wir wünschen uns weitere Tore und wir wünschen uns natürlich, dass es spannend bleibt. 2-1, nur ein Tor trennt beide Mannschaften. Los geht's mit der zweiten Hälfte. Mario Soriano. Der kommt tatsächlich durch. Gut zu sehen, dass er ihn da erwischt hat. Das gibt Freistoß. Für mich ist das keine Überraschung, dass es hier Gelb gibt. Er kann halt lamentieren, wie er will, aber die Entscheidung des Schiedsrichters, die steht. Wenn sie so weiter reingehen, dann hat am Ende des Spiels hier jeder eine Karte. Er bringt ihn aufs Tor. Ordentlicher Abschluss, nur nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Den hat er verzogen. Wirklich Pech gehabt in dieser Situation. Busquets. Das ist Musiala. Busquets. Davis. Musiala. Die Chance. Und er zieht ab. Weg mit dem Ding. Wieder aus, wieder Einwurf. Mario Soriano. Eben ja schon Assistgeber. Musiala. Ja, so was passiert eben auch mal den Profis. The attendance for this match was 70, gut vom Ball getrennt, den Gegner. Er hat den Ball und versucht, das Spiel sehr schnell zu machen. Gutes, er versucht's. De Ligt ist abseits. Substitution.
Oh, ziemlich dünn dieser Pass. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er daraus? Absolut kein Vorbeikommen. Das ist Mbappé. Abschluss! Ein feiner Antritt und ein tolles Timing. Spielverlagerung auf die linke Seite. Gut gesehen, guter Laufweg. De Ligt. Er hält drauf. Stark gehalten. Da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. Das Team versucht, mit Kombinationen da durchzukommen. Der war wichtig. Sie können hier alles klar machen und jetzt müssen sie weiter zittern. Busquets. Und na klar, noch ein Pass. Einfach an den Posten. Im Nachsetzen. Um ein Haar wäre das hier richtig teuer geworden. Substitution on the field. Number 30. Beide bringen neues, frisches Personal. Also mir scheint das nicht die richtige Taktik für die Schlussphase zu sein. Da ist irgendwie kein Punch dahinter. Richtig guter Ball, das könnte klappen. Ein schöner Spielaufbau und das bedeutet viele, viele Laufwege, die möglich sind. Viele, viele Positionen. Jetzt der Abschluss und Tor! Sie schaffen es zurück in dieses Spiel. Aus dieser Entfernung vor dem Tor, ganz allein, da konnte er nicht mehr vorbeischießen. Einen mit seinen Qualitäten darf man so nicht freistehen lassen. Wenn der Pass dann so stark kommt wie in dieser Situation, dann ist der Rest vorprogrammiert. Und der Neue, der schlägt gleich mal zu. So hat sich das der Trainer vorgestellt. Sein Joker kam, sah und traf. Ausgeglichenes Spiel, aber ein paar Sekunden haben wir ja noch. Ein schwacher Pass. Die Nachspielzeit ist fast vorbei. Es kann nicht mehr lange dauern. Aus und vorbei. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr und pfeift ab. Für den neutralen Beobachter war dieses Remis durchaus nicht unspektakulär. Beide Trainer werden jedoch hadern, dass man hier die Chancen zum Sieg nicht verwerten konnte. Hansi, ein bisschen Zeit haben wir noch. Also schnell ein paar Worte von dir zu diesem Spiel. Am Ende ein solides Unentschieden. Nicht wirklich spektakulär. Nach dem, was wir von den beiden Mannschaften gesehen haben, geht das Ergebnis für mich absolut in Ordnung. Und damit beenden wir die Übertragung für den heutigen Abend. Vielen Dank. Machen Sie es gut. Schönen Abend. Und danke dir, Hansi, dass du mit dabei warst. Das Vergnügen war ganz meinerseits.